Ein ganz großes Willkommen zurück von mir zu Assassin's Creed, der letzten Aufnahmesession dieses Spiels. Im letzten Part haben wir den vermeintlichen, naja, Endboss der Templer geschlagen, was sich dann als Falle entpuppt hat. Robert de Sable war nicht am Tatort, sondern nur irgendeine Frau. Ich gucke jetzt mal gerade, hier unten sollen wir hin nach Azur. Dort soll er sich versteckt halten. Auf dem Weg dorthin nehmen wir gerade diese beiden Aussichtspunkte mit und dann machen wir das. So, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Cola. Oh, ich habe euch ja bestimmt schon mal erzählt, dass ich meinen Aufnahmekeller im Keller habe, wie der Name Aufnahmekeller schon sagt. Und das Tolle daran ist, jetzt wo es Winter ist, kann ich meine Flaschen, zum Beispiel eine 1,5 Liter Flasche Coca-Cola, einfach aus dem Fenster stellen. Nach einer halben Stunde ist die Scheiße kalt. Es ist sehr praktisch. Ich liebe kalte Cola. Es gibt nichts Geileres als Cola, die fast gefroren ist. So, ja, warum ich hier einfach so rücksichtslos durchrenne, ist ganz einfach. Hier kriegt mich eh keiner. Also ich habe so einen weiten Laufweg, da können die mich verfolgen, wie sie wollen. Ihr seht schon, die verlieren schon das Interesse an mir allein, wenn ich reite. Ich brauche hier also absolut keine Angst zu haben. Gucken wir mal, ob wir richtig sind. Wir sind richtig und da vorne links halten. Vermutlich irgendwann jetzt hier nach dem Torbo. Und guck mal, ich kann hier sogar direkt neben dran vorbeireiten und es juckt mich gar nicht. Oder einfach auch mal mittendurch. Ja, ich bin dreist, ich weiß. So, jetzt muss ich nur gerade gucken. Dort oben. Ah, ich erinnere mich an diese Gegend hier. Hier liegen, na, tote Leute rum. Jetzt muss ich gerade einmal ganz schnell die Aufmerksamkeit von mir ablenken. Ja, das war fast richtig, alte ihr. Na komm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und zwar müssen wir dort links den Berghang hinauf. Das ist in erster Linie jetzt mal schwieriger, als es sich anhört. Da auch dort natürlich Unmengen an Wachen rumfaulenzen. Ihr seht schon dort oben. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Ich lasse am besten mal diese Wachen vorbeistreifen. Was auch gar nicht schlecht ist, weil ich mir ganz kurz einen kleinen Schnitt machen muss. Bin gleich wieder da. So, da wären wir wieder. Ja, ich muss in letzter Zeit mal ein bisschen gucken. Ich brauche unbedingt ein neues Handy. Mein Handy schmiert ständig ab. Das hat sich heute wahrscheinlich schon 8 oder 9 Mal aufgehangen, sodass ich den Akku rausnehmen muss. Ich bin ja froh, dass ich nicht so einen Driss habe wie das iPhone, wo du den Akku nicht rausnehmen kannst. So, hier ist jetzt das Problem an der Sache, dass wir im Prinzip nicht auf den Aussichtspunkt kommen, es sei denn, wir prügeln uns hier durch. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte zum einen einfach durch die durchrennen und versuchen, auf die Spitze zu kommen, ohne gesehen zu werden. Oder ich töte alle. Ich bin für Ersteres, denn wenn das nicht klappt, kann ich immer noch alle töten. Also auf 3. 1, 2, auf geht's. Na okay, es geht. Mal direkt die Flagge mitnehmen. Denn ein Steinwurf, beziehungsweise ein Stein, der uns trifft, bedeutet ja nicht gleich den Tod, denn wir können uns ja dann weiter festhalten, sobald wir ein Stückchen gefallen sind. Und es ist mir immer noch lieber, ehrlich gesagt, als, ja, seht ihr mal, besser als ich dachte. Ich dachte zumindest einen Stein kriegen wir, aber ich glaube, wir haben nicht mal einen geworfen. Ah ja, wie gesagt, es hängt sich ständig auf. Ich bekomme zum Beispiel auch nicht mehr alle WhatsApp-Nachrichten. Ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin geschrieben, ne, und dann, ich warte auf Antwort, so 20 Minuten später wollte ich mal wieder WhatsApp gucken, um mal zu schauen, na, wann war sie online und so weiter. Und dann wollte ich mein Handy gerade starten, also, ne, die Tastensperre rausmachen, aufgehangen. Ja, dann starte ich das Handy neu, komme ich auf einmal 3 Nachrichten von wegen, ey, wo bist du und so, dann schreibe ich, ja, ich habe auf deine Antwort gewartet und dann hat sie mir einen Screenshot geschickt von Nachrichten, die sie mir geschickt hat, ich aber nie bekommen habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es kotzt mich richtig an, dieses scheiß Handy. Das war so nicht so richtig geplant, ich wollte mein Pferd eigentlich gerne behalten. So, stand hier oben bei dem Heuhaufen noch eins. Ist auch weg, das ist ja ganz toll. Na egal, dann markieren wir einfach mal so unseren Weg. Halt. Markieren bitte, danke.
Wir müssen nämlich an dieser hübschen Tempelruine vorbei. Die könnten wir eigentlich auch super sollen wir uns mal ein bisschen an die Tempelruine machen? Ich meine, das Problem ist, hier stehen halt mega viele Wachen rum, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier viel zustande bringen. Ja, hier gibt es natürlich eine Menge Flaggen, ihr seht schon. Da haben wir eine, dort oben eine, zwei, drei, vier, meine ich, gesehen zu haben. Aber das ist alles nicht ganz so toll. Also sich hier durchkämpfen müssen, schon ein bisschen ätzend. Deswegen lassen wir das auch. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, hier unten geht es nur einmal außen rum und dann kommen wir an dem Aussichtspunkt raus. Also alles kein Problem. Okay, wir merken, also ihr kann nicht von alleine über die Baumstämme springen, nur mit Hilfe der Wachen. Aber da können wir jetzt wenigstens die Wachen schnell loswerden. Und ihr seht schon, wir haben nicht mehr viel Weg. Am Anfang waren es, ich glaube, um die 1500 Schritte. Jetzt sind wir nur noch bei knapp 200 Schritten zu Robert. Beziehungsweise erstmal zum Weg nach Assur. Wir landen ja auch dort wieder erstmal im Umland. Wupp. Vorsicht jetzt. Obwohl, ist ja eigentlich, könnten wir es genauso machen wie gerade, oder? Ich habe einfach die Geduld nicht mehr, mich hier jetzt überall durchzuschleichen. Das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Und wie ich euch schon sagte, in Städten macht das alles Sinn, aber hier bringt das euch echt nichts. So, da war ein Templer, den wir uns gleich noch vorknöpfen werden. Aber erstmal, ihr kennt das Spiel, rauf auf den Aussichtspunkt. So, hier ist jetzt auch das Problem, dass sie tatsächlich mit Steinen werfen könnt, obwohl die haben gerade ihre Waffen gezogen und laufen in irgendeine falsche Richtung. Naja. Ein Glück sind die Wachen nicht die hellsten hier. Habe ich mal einen Spruch gehört. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, nicht die hellsten Kerzen auf dem Leuchter oder so. Ich habe auch mal einen gehört. Du bist aber nicht gerade die hellste Lampe im Lampengeschäft. Ist zwar jetzt nicht so einfallsreich, aber auch irgendwie cool. So, damit müssten wir alle. Nein, uns fehlt immer noch einer. Wo? Da. Da oben. Okay. Schade, mir wäre es jetzt lieber gewesen, wenn ich jetzt direkt alle gehabt hätte hier im Königreich. Mal einen Schluck trinken gerade. Ja, denn es ist schon ziemlich spät nachts. Ich war eigentlich schon im Bett, habe noch eine Runde gelesen. Bin aufgestanden und dachte mir, och, jetzt eine Runde Assassin's Creed. Wie das halt so ist. Aber ich will euch nicht zu viel mit Privatgeschichten langweilen. Wir müssen ein bisschen vorankommen. So, die Flagge können wir ein Glück auch auf dem Pferd mitnehmen. Ich war mir da kurz unsicher. So, nach rechts geht's nach Masyaf. Und da wollen wir nun wirklich nicht hin. Noch nicht. Denn wir haben ja noch nicht die gute Nachricht für unseren Obermacker. Wir müssen jetzt erstmal noch Robert des Sable wirklich töten. Und dann können wir uns auch wieder bei Masyaf sehen lassen. Ja, Problem ist, wie wir schon mitbekommen haben, Robert möchte gerne die Sarazenen und die Kreuzfahrer unter dem Banner der Templer gegen die Assassinen vereinen, da wir auf unserer mörderischen Reise Verbindungsmänner oder Männer auf beiden Seiten getötet haben. Das möchte der natürlich zu seinem Vorteil bzw. unserem Nachteil nutzen und unseren Orden auslöschen. Die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Aber gut. Ich glaube, wir werden das zu verhindern wissen. So, in 400 Schritten ist unser Attentat erreicht. Und jetzt gibt es etwas ganz Interessantes zu beobachten. Hier sehen wir... Ja, die sind nicht markiert. Aber schätzungsweise alles Feinde. Ich versuche mal zu erkennen, ob das Templer sind. Es sind Templer. Ihr seht also, krass in der Überzahl. Und hier liegen auch schon einige Tote rum. Also irgendwas geht hier nicht ganz mit rechten Dingen vor. Dort über uns auch. So, und jetzt kommt das Besondere an der ganzen Geschichte. Wir können hier nicht unbemerkt durch. Na komm.
wir werden hier immer anvisiert werden und wir werden hier auch immer angegriffen werden. Also wir können hier nicht, wir können uns hier nicht vorbeischleichen, aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, weil hier oben, weil wir hier über diesen Aussichtspunkt müssen. Ist eigentlich ganz clever gemacht, da wir hier unser Pferd nicht mitnehmen können. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich möchte den gerne so erwischen. Ja, das klappt nicht. Scheiße, bevor ich meine ganzen Messer verschwende. Denn wenn ich hier nach oben gehe, kann es sein, dass wir Glück haben, so wie jetzt. Oder wir haben Pech und der schmeißt uns jedes Mal, wenn wir die Leiter erklimmen, wieder nach unten. So wie wir ihn. So. Ja, hier oben sollten wir uns nicht werfen lassen. Oder einfach direkt runterfallen und aufgeben. Ja, wir müssen uns jetzt hier einfach ein bisschen durchschnetzeln. Deswegen, ich hatte ja im letzten Part schon mal erwähnt, der Kampf mit der Frau, die Robert nachgemacht hat, der war ein gutes Training, denn hier kommen wir nicht drumherum. Jetzt nervt mich nur gerade dieser scheiß Bogenschütze da hinten wieder. Deswegen muss ich den mal gerade direkt ausschalten. Oder zumindest seines Bogens enteignen. So, ihr seht jetzt gerade, im Moment kämpfen wir zwar gegen viele, aber gegen normale Wachen. Das Ganze passiert uns gleich nochmal, allerdings kämpfen wir dann gegen Templer. Und gegen 6 oder 7 Templer auf einen Streich zu kämpfen, ist ein bisschen anstrengend, da muss ich ganz ehrlich zugeben. So, die hätten wir. Weiter geht's. Ja, ich glaube, hier gibt es auch ansonsten nichts zu sammeln. Also hier gibt es keine Flaggen oder so. Den können wir getrost ignorieren. Das Beste dabei ist, man läuft jetzt mit der Truppe Wachen, so weit wie man kommt, bis hier. Man kann nämlich, ihr seht, man kann auch nicht flüchten, also man muss kämpfen. Man kann den Weg erst weiterlaufen, sobald man hier alle Wachen getötet hat. Das zählt aber nur für die, die sich am Boden aufhalten. Das heißt, den Bogenschützen brauchen wir nicht. Und dann begebe ich mich lieber außerhalb seines Zielfeldes, damit er uns hier nicht abfacken kann. So. Oh, voll von hinten durch den Schritt gestochen. Jetzt stelle ich mir reichlich schmerzhaft vor. Aber die wollen es ja nicht anders. Na kommt her, es sind immer noch 5. Ja, ihr seht schon, das Spiel macht langsam ernst. Oh nein. Ach, fickt euch doch alle. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind aufgrund... Das ist natürlich echt ätzend. Wir sind aufgrund des Finishers durch den Sync-Balken, oder beziehungsweise durch den Begrenzungsbalken geglitscht. Und da wir dort nicht sein dürfen, sagt unser Spiel, mach mal neu. Also gut, also nochmal ganze Scheiß von vorne. Na ja, ihr macht mit, ne? Ist ja, macht ja Spaß hier, stundenlang Wachen zu töten. Oh, den Fehler mache ich nicht nochmal. Versuche jetzt so weit wie möglich von dem Ding wieder wegzukommen, ohne dass ich drüben in den Bereich des Scharfschützen, wollte ich schon gerade sagen, im Bereich des Bogenschützen reinkomme. Na, das glaube ich noch nicht. Wie viele kommen denn hier noch? Ja, ich freue mich über jeden Gegner, den wir mit einem Konter töten und nicht einfach nur auf den Boden schubsen, aber auch das habe ich ja schon mal erwähnt. So, in diese Richtung dürfen wir uns gerne so viel bewegen, wie du willst, Alter, ja? So, noch 2. Da kommt einer noch und den letzten mache ich dann so platt. Oh, krass. Naja, siehst du mal, du bist gar nicht so schlecht. Aber auch nicht wirklich gut. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir hier durch. Na, danke schön. Aber ihr seht schon, geht direkt weiter. Also keine Sekunde Pause hier.
Aber diesmal nur 3 und damit kommen wir ja irgendwie da. Was ganz witzig ist, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, das ist ja nun schon ein paar Jährchen draußen. Und ich bin ja nun auch schon seit ein paar Jährchen Zocker, ne? Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich in der 5. Klasse. Das heißt, ich müsste so um die... Boah, wie alt ist man da? 11 Jahre alt gewesen sein? Oder 10? Und ich bin ganz ehrlich, mich hat dieses, also dieser Abschnitt hier hat mich böse überfordert. Da bin ich... Ach du Scheiße, Leute, übertreibt's halt. Ich habe irgendwann, also ich hatte das in dem Konter nicht so drauf. Ich habe einfach immer wild auf die Maustaste gehämmert und gehofft, dass ich ein paar Kombos hinbekomme. Vielleicht habe ich mal zufällig gekontert, aber das war nie beabsichtigt. So, demnach könnt ihr euch vorstellen, wie oft und frustrierend ich hier gestorben bin. Deswegen habe ich mir irgendwann für diese Stelle einen Trainer runtergeladen, um mich unverwundbar zu machen. Als ich das Spiel dann beim zweiten Mal durchgespielt habe und den Konter beherrscht habe, dachte ich mir, eigentlich ist es einfacher als jedes verdammte Attentat im Verlauf des Spiels und braucht halt nur ein bisschen Geduld hierfür. Ich meine, langsam aber stetig hüllt sich der Stein, oder wie geht dieser schöne Spruch? Und das Interessante ist, wenn wir die jetzt kaputt gemacht haben, sind wir auch noch lange nicht am Ende. Also es geht noch munter weiter. Und hier denkt man ja eigentlich schon, es reicht langsam mal, wenn du gegen 20 Wachen auf einmal kämpfst. Oh, jetzt haben wir die aber gut ausgedünnt mit einem Mal. Na komm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es je mehr Wachen es sind, desto schneller tötet Alte ihr die, aber ich glaube, das ist ein Druckschluss. So, jetzt müssen wir mal wieder warten, bis uns einer angreift. Alte ihr nicht einfach nur weg. Schubsen, töten sollst du die, genau so. So, gleich haben wir's. Und der letzte, du kriegst einen Konter. Perfekto. Meine Fresse. So, und lustig geht's weiter. Wie ich euch schon versprochen hatte, jetzt gibt's das ganze Spiel mit Templern. So, was man hier oben machen sollte, ist so viele wie möglich mit dem Wurfmesser ausschalten. Denn dadurch erspart man sich einiges. So, und wenn man das hat, dann kann man guten Gewissens nach unten gehen, denn von oben erreicht man gar nichts. Ich habe jetzt mal, wie ihr schon seht, mein Kurzmesser gezuckt. Ich ganz gerne mal damit... Alter, jetzt hört's aber mal auf. Ich gerne hiermit mal ein bisschen was reißen würde. Denn ich bin mir zwar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sicher, aber ich glaube, dass es keinen Unterschied macht, ob man das Messer hat oder das Schwert, was Konterfähigkeiten oder Angriffskraft angeht. Ich meine, wir sind ja mit beiden Waffen Meister. Also ich meine, es geht mit beiden genauso schnell, beziehungsweise es dauert genauso lange. Demnach nehme ich das Kurzschwert jetzt nur aus ästhetischen Gründen. Und Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ne? Aber irgendwie glaube ich, dass wir mit dem Kurzschwert jetzt echt viel schneller waren als mit dem normalen Schwert. Ah, oh, wir sind durch. Ja, dann genießt jetzt bitte das folgende Gespräch. Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Na, wer wohl? Er steht zu deiner Linken, mit dem dicken Helm auf dem Kopf. Robert de Sade. Ein Adjutant.
Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lensherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Sid Blank, Assassin. Weißt du, ein Zweikampf. Und er hetzt einfach mal seine ganze beschissene Gefolgschaft auf mich. Das ist nicht meine Definition eines Zweikampfs. Aber dem König scheint's vollkommen egal zu sein. Ja, weißt du, hau mich halt um. So. Aber wir haben ja das... Warte mal, vielleicht sollte ich wieder das Kurzschwert rausholen. Das Problem ist, ich traue mich nicht mitten im Kampf zu wechseln, denn er steckt erstmal sein Schwert weg und wenn wir dann währenddessen angegriffen werden, kann es sein, dass er zu langsam seine neue Waffe zückt. Davor habe ich halt... Alter, jetzt reicht's aber, ne? Wenn wir gleich drauf gehen, dann probiere ich das auf jeden Fall mit einem Kurzschwert. Na komm, hau drauf! Okay, einen dicken haben wir weg. Na komm. Nicht quatschen, angreifen. Ja, es geht voran. Also im Moment wendet sich das Blatt wieder zu unseren Gunsten. Wir haben zwei erledigt und bekommen stetig Leben dazu. Scheiße, das war jetzt meine Schuld. Ich habe zu früh gekontert, dafür hat das jetzt geklappt. Wieder einer weniger. Alter, wir hatten doch gerade noch fast volles Leben. Wo kommt das denn jetzt her? Verloren, tot. Na, sag mal. Leute. Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogel. Das letzte Mal, als ich auf meine Lebensanzeige geguckt habe, war die irgendwie noch fast voll. Schnell, schnell, schnell. Jawohl, er hat... Ich habe meine Klinge. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass es damit besser funktioniert. Zumindest haben wir schon einen erledigt und noch kein Leben verloren, wollte ich gerade sagen. Ja, was ist denn los? Wie wär's mit Kontern, du Depp? Ja, genau das meinte ich. Nur ein bisschen früher, bitte. Nicht immer nur bei jedem zehnten Mal. Und töten beim Kontern, Alter, ihr, ist auch ganz wichtig. Ja. So, jetzt sind wir in der gleichen Situation wie gerade. Ah!
Okay, solange uns nur keiner trifft, ist alles gut. Naja, einen Treffer können wir jederzeit einstecken, ne? Aber ja, nicht so, nicht so. Nicht durch den Konter, das ist fies. So, wir haben endlich mal wieder einen. Problem ist, wer glaubt, dass wir hier fertig sind, sobald wir die vernichtet haben, der täuscht sich gewaltig. Mann, so, wieder einer. Das Problem ist ja, ihr habt ja mittlerweile schon bemerkt, dass die Templer uns immer 2 Lebenspunkte abziehen, wenn sie uns treffen. Das ist ein weiterer Nachteil. Deshalb, was es nicht einfacher macht, gegen so viele von denen auf einmal zu kämpfen. So, komm. Okay, da haben wir uns jetzt gerade nochmal gut aus der Affäre gezogen. So. Mit unserem kleinen Dolch machen wir uns jetzt an Robert. Und das ging echt flott. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Okay, du sprichst interessante Sachen, aber das wollen wir doch mal sehen. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten. Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Salat. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein. Wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja. Vielleicht ist bald nötig, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht,
Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. So, nach diesem langen Gespräch muss ich jetzt ganz schnell den Part beenden. Und sehen uns dann direkt wieder bei Al-Mualim. Bis gleich, Leute. Ciao.